Einer für alles. Das ist das Motto beim neuen Pan Allrounder 200 AD. Einfach zu bedienen wie ein Spannungsprüfer, vielseitig wie ein Zangenmultimeter. Die Prüfspitzen werden bei Nichtbenutzung platzsparend und verletzungsgeschützt auf der Geräterückseite eingesteckt. Wahlweise eine oder alle beide Prüfspitzen lassen sich an der Oberseite des Geräts einstecken. Am Prüfkabel ist unverlierbar eine Halterung fixiert für die Schutzkappen und für Kontakthülsen. Die Schutzkappen erhöhen den Schutz für den Benutzer, indem die blanke Länge der Prüfspitzen auf unter 4 mm reduziert wird. Das ist erforderlich in der Messkategorie 3, zum Beispiel im Schaltschrank, oder Messkategorie 4 im Freien. Der Allrounder misst Wechselspannungen bis 1000 Volt und Gleichspannungen bis 1500 Volt und ist damit ideal für Messungen an Photovoltaikanlagen geeignet. Ein Druck auf das Lampensymbol schaltet das Gerät ein, aktiviert die Displaybeleuchtung und die LED-Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung. Die Prüfkabel sind abnehmbar und so im Defektfall leicht zu tauschen. Außerdem kann das Gerät damit in der Werkzeugkiste platzsparender verstaut werden. Mit einer Prüfspitze ist der Allrounder ein einpoliger Phasenprüfer. Beim Nullleiter tut sich nichts. Bei den Phasen leuchtet, piepst und vibriert das Gerät. Mit beiden Prüfspitzen ist der Allrounder ein Durchgangsprüfer und ein Spannungsprüfer. Die Spannung wird per LED-Leuchtanzeige angezeigt und als Ziffernwert am Digitaldisplay. Dieser Wert lässt sich mit der Data-Hold-Taste fixieren. Jetzt wollen wir die Stromstärke im schwarzen Kabel messen. Ein Tastendruck schaltet das Gerät ein, ein weiterer aktiviert die Strommessung. Bei Bedarf schalten wir die Displaybeleuchtung ein. Sobald das Kabel in der Mitte der Gabel positioniert ist, können wir die Stromstärke ablesen. Um berührungslos durch die Isolierung hindurch festzustellen, ob ein Leiter unter Spannung steht, hat der Allrounder einen kontaktlosen Spannungsprüfer eingebaut, seitlich durch ein gelbes Symbol gekennzeichnet. Zur Aktivierung schalten wir das Gerät ein und betätigen die Einschalttaste weitere 6 Mal, bis im Display NCV für Non-Contact Voltage erscheint. Bei Annäherung an den Leiter ertönt ein Pfeifsignal und ein Balken zeigt die Signalstärke in 3 Stufen an. Beim blauen Nullleiter bleibt das Gerät stumm. Zur Frequenzmessung wird die Einschalttaste 5 Mal gedrückt, bis im Display HZ für Hertz erscheint. Die LEDs zeigen weiterhin den Spannungsbereich an, rechts und links Pfeil das Drehfeld und das Display die Frequenz. Zur Spannungs- oder Durchgangsprüfung an einer Klemme entfernen wir zuerst die Schutzkappen, die wir vorher im Schaltschrank für die Messkategorie 3 gebraucht haben und verstauen sie sicher in der Halterung, die am Kabel befestigt ist. Eine Prüfspitze bleibt im Gerät, die zweite ziehen wir ab und kontaktieren beide Pole der Klemme. Hier liegt keine Spannung an, sondern wir prüfen den Durchgang der Glühlampe. 3-mal drücken der Bedientaste aktiviert die Widerstandsmessung. Nach dem Einschalten der Lampe liegt Spannung an der Klemme an. Mit einer Prüfspitze können wir die Phase testen, mit der zweiten Prüfspitze die Spannung messen. Die akustische Durchgangsprüfung beim Allrounder hat 2 verschiedene Widerstandsbereiche. Einen hochohmigen Durchgangsprüfer, der bereits bei Widerständen unter 500 Kiloohm anspricht,
und einen niederohmigen Durchgangsprüfer, der erst bei Widerstandswerten unter 40 Ohm anspricht. Um diesen zu aktivieren, wird die Bedientaste 7-mal gedrückt. Bis im Display LRX für Low Resistance, niedrige Widerstände, steht. Jetzt spricht er auf hochohmige Widerstände nicht mehr an, sondern nur mehr auf kleine Widerstandswerte, wie zum Beispiel diese Halogenlampe. Sobald die Prüfspitzen eine Spannungsquelle kontaktieren, schaltet sich der Allrounder automatisch ein, zum Beispiel bei dieser Batterie. Er erkennt auch automatisch, ob es sich um eine Gleichspannung oder um eine Wechselspannung handelt. Hier haben wir 8,4 Volt, die im Display angezeigt werden. Außerdem leuchtet die grüne Bereichsanzeige für 12 Volt. Wenn die rote Prüfspitze den Minuspol berührt, wird im Display ein Minus angezeigt. Sehr kleine Spannungen unter 6 Volt kann der Allrounder im Standardmessbereich nicht anzeigen. Stattdessen wird ein Durchgang angezeigt. Um auch solche Spannungen anzeigen zu können, aktiviert man mit der Drucktaste zweimal den Kleinspannungsmessbereich. Jetzt lässt sich auch die Akkuspannung von 1,1 Volt anzeigen. Der Abstand der beiden eingesteckten Prüfspitzen passt perfekt zu Schuko-Steckdosen und ermöglicht das Überprüfen von Steckdosen mit nur einer Hand. Speziell bei Steckdosen mit Berührschutz kann es manchmal trotzdem schwierig sein, einen Kontakt mit beiden Stromschienen zu bekommen. Hier helfen die beiden Aufschraubkontakthülsen, die in der praktischen Halterung unverlierbar am Kabel immer dabei sind. Nach dem Aufschrauben der beiden Kontakthülsen auf die Prüfspitzen lässt sich der Kontakt in der Steckdose viel schneller und einfacher herstellen. Ungefährliche Kleinspannungen bis 24 Volt werden grün angezeigt, gefährliche Spannungen darüber in rot. Auch bei Fahrzeugen leistet der Pan Allrounder gute Dienste, sei es als Durchgangsprüfer und als Spannungsprüfer dank seiner hell leuchtenden 12 Volt LED-Anzeige. Zum Messen des Batteriestroms schalten wir das Gerät mit einem Tastendruck um auf Strommessung. Falls die Anzeige danach nicht auf 0 steht, kann sie durch Drücken beider Tasten für etwa 3 Sekunden auf 0 gestellt werden. Jetzt ist das Gerät bereit für Strommessung. Jetzt können wir den Entladestrom der Batterie messen.